Hi, in diesem Video geht es mal um ein Update und zwar für Windows 10. Das wurde ja schon längere Zeit jetzt angekündigt. Es gibt ja immer diese jährlichen Updates von Microsoft, die dann einige Funktionen neu reinbringen. In diesem Fall, das ist das April-Update oder beziehungsweise April-April ist das Mai-Update wohl eher. Es hat sich um eine Version, bei der Microsoft mehr internes gearbeitet hat. Es sind natürlich auch einige Funktionen dazugekommen. Aber hier ist ein Hauptaugenmerk darauf gefasst worden, halt das interne Windows-System ein bisschen, naja, aufzuarbeiten. Ich habe natürlich hier einige Funktionen dazu bekommen, halt, die werde ich auch noch mal zeigen gleich. Jetzt geht es erstmal darum, halt das System zu installieren. Link und ich wieder mal unter dem Video. Ihr könnt euch das auch woanders runterladen, halt müsst ihr selber entscheiden, halt. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell die Leitung ist, halt, oder beziehungsweise kann natürlich sehr ausgebucht sein, so dass es ein bisschen langsam reintröpfelt, wenn ihr es runterladet, hat immerhin 4 GB. Ich fange hier an mit der Installation. Macht man das am besten? Ich habe schon festgestellt, mit meinem USB-Stick geht's nicht. Da wird fehlende Hardware hier angemäkelt. Das oder beziehungsweise Treiber dafür halt. Das kann mit dem Stick zusammenhängen, denn wenn ich das nicht mit dem Stick mache, klappt es ohne Probleme. Ich empfehle euch auch halt, wenn ihr einfach Normalanwender seid, wartet einfach auf das offizielle Update. Es wird auch selbst bei der Version hier, die ihr runterladen könnt, nochmal ein fettes Update nachgeschoben, halt direkt, wenn der Update in den Einstellungen halt unter Update geht. Also da wird also wahrscheinlich noch ein bisschen dran gebastelt werden. Diese Version ist eigentlich mehr für die Admins, die ja die PCs schon mal vorbereiten wollen für den, ja, den Stichtag förmlich halt, oder für die Hersteller, die dann das Gerät passend halt, das neue Gerät, den neuen Laptop zum Beispiel, passend ausliefern wollen halt mit dem aktuellen System. Also gut, ich fange mal an. Wenn ihr die Datei runtergeladen habt, wie ihr das macht, auf den Link klicken, das werdet ihr hoffentlich hinkriegen. Im Browser eine Datei runterladen, wird wie gesagt was länger dauern, ist wie gesagt in der Beschreibung. Ihr geht also dann auf einen Download-Ordner, Downloads, dann habt ihr hier die ISO-Datei. Das ist die 1903. Ihr geht also auf die Datei, wenn ihr die runtergeladen habt, drückt mit der rechten Taste auf Daten oder Bereitstellen. Gemacht habt, erscheint hier ein virtuelles DVD-Laufwerk. Könnt ihr auch nochmal nachgucken bei dieser PC. Dann habt ihr hier DVD-Laufwerk mit der Home Edition. Ja, was ihr jetzt machen müsst, ihr könntet theoretisch natürlich auch aus diesem Laufwerk hier installieren, würde ich nicht tun. Am besten habt ihr noch eine zweite Festplatte in eurem Rechner eingebaut, das wäre natürlich am sinnvollsten. Auf der ersten geht es allerdings auch. Dann geht ihr hin und kopiert den Inhalt des Laufwerkes. Am besten auf die zweite Platte, habe ich hier schon gemacht, hier Windows gemacht, denn das Laufwerk, der Rekorder spinnt manchmal hier, wenn ich in der Mitte klicke, passiert nichts, seltsam. Windows, da kopiert ihr alles rein, dann könnt ihr dieses DVD-Laufwerk auch meinetwegen wieder zumachen, also auf das Hauptmenü gehen oder in den Hauptordnerstruktur gehen förmlich und dann macht ihr hier das Laufwerk wieder zu, das braucht ihr nämlich nicht mehr, geht einfach aufwerfen. Und startet den Update-Prozess halt hier über den Ordner, den ihr erstellt habt mit den Dateien. Also alles reinkopieren in einen Ordner, am besten auf einer zweiten Festplatte. Müsste eigentlich auf ein externes Laufwerk gehen halt. Da ist die USB-Problematik manchmal nicht so schlimm wie bei USB-Sticks. Auf den erstellt ihr einen Ordner, schöpft die ganzen Sachen da rein und dann geht ihr auf Setup und bestätigt das Ganze. Dann habt ihr hier so einen Dialog. Hier könnt ihr noch ein paar Sachen angeben. Ihr könnt es auf Standard stehen lassen. Also ich möchte nicht bei der Installation von Windows helfen, weil das bedeutet einfach, dass die Daten abgefragt werden halt und hochgeschickt werden. Ich bin bei Daten doch relativ knauserig, deswegen lasse ich das mal so. Hier könnt ihr noch ein paar Sachen ändern. Ich würde das so stehen lassen hier. Dann lädt ihr nämlich im Vorfeld erstmal noch empfohlene Treiber runter. Die braucht das System eventuell. Also lasst das einfach hier so stehen und geht auf Weiter. Dann werden hier nochmal ein paar Updates gesucht. Die werden aus dem Netz runtergeladen. Ihr solltet also eine Internetverbindung haben. Am besten eine, die ja nicht so ist wie meine. Denn die zuckt doch manchmal ein bisschen rum hier. Akzeptieren drücken. Und dann lädt ihr nochmal ein paar Updates runter, bevor er weitermacht. Geht in der Regel sehr schnell, kommt auf die Leitung natürlich an. Wenn ihr eine Tausender-Leitung habt aus dem 17. Jahrhundert, dann wird es wohl etwas langsamer sein. Ein paar Sachen werden überprüft hier auf dem System, ob das Ganze auch kompatibel damit ist und so weiter und so fort. Und dann seid ihr in dem Bildschirm. Ihr könnt hier natürlich Änderungen machen. Ich werde das System einfach nur drüber spielen. Ich gehe auf Installieren und das war's auch schon. Habt ihr Faxen im System? Also euer altes System hat sowieso Probleme. Ihr habt zum Beispiel halt, ihr wisst nicht genau, aber könnte sein, dass ein Virus drauf ist. Dann erstellt aus der ISO-Datei eine DVD,
Also macht daraus eine richtige Installation, das DVD, und installiert das System neu. Kann ich euch nur raten, halt, wenn ihr nicht wisst, was mit eurem System gerade los ist, habt ihr Macken drauf, Viren drauf, dann installiert das System einfach neu. Dann seid ihr schon mal ein bisschen sicherer unterwegs, als wenn ihr hier einfach nur über den Virus, den ihr vielleicht habt, vermeintlich habt, eine Systeminstallation drüber bügelt. Ich bin mir relativ sicher, dass ich ein ganz sauberes System hier habe. Ich werde es trotzdem noch mal irgendwann wieder mal neu installieren, weil sich das System wird zwar nicht langsam, wie manche Leute behaupten halt, aber es ist ein bisschen zugemüllt. Und bevor ich jetzt irgendwie alle möglichen Sachen wieder deinstalliere, haue ich auch mal wieder ab und zu mal einmal im Jahr eine neue Version einfach drüber. Oder beziehungsweise installiere sie neu. Ihr seht jetzt hier, dass das System jetzt hier am Updaten ist. Das dauert natürlich jetzt ein Weilchen. Ich muss mal gucken, mein Aufnahmeprogramm wird wahrscheinlich dann während des Update-Prozesses auch irgendwie gleich mal gestoppt werden. Ich weiß nicht, ob es dann die Videodatei richtig beendet. Deswegen beende ich jetzt das Ganze hier. Ihr seht ja, das läuft jetzt hier in Prozenten weiter. Und zeige euch dann halt nach Abschluss der Installation, wie das Ganze hier aussieht und welche, ja, Verbesserungen dazugekommen sind. Ich habe jetzt das Update soweit installiert. Und ich werde jetzt erstmal das machen, was man zuerst machen sollte, nachdem man überhaupt Windows installiert hat. Ich gehe jetzt auf die Einstellung, Suche nach Updates. Falls dieser Prozess jetzt ohne Erfolg durchlaufen sollte, also beziehungsweise nichts gefunden wird, dann hat das System hier schon gerade gemacht im Hintergrund. Würde mich jetzt aber wundern, meistens kommt da noch was. Also das hier, wie gesagt, das erste, was ihr machen solltet. Und hier sind auch schon wieder welche. Und zwar das Update für das Update förmlich. Das müsst ihr natürlich jetzt runterladen oder runterladen lassen. Auch der Defender wird nochmal aktualisiert. Ist nun mal auch ziemlich wichtig. Und dann wird Flash nochmal aktualisiert. Flash ist eh schon immer ein Einfallstor gewesen halt für ja, Probleme förmlich. Und das sollte natürlich auch aktualisiert werden. Und dann jetzt hier dieses Update für das Update. Steht ja auch da, kumulatives Update für Windows 10 Version 19.03. Wie ihr seht, die 19.03 ist jetzt drauf. Jetzt wird einfach nur ein Update nochmal runtergeladen für diese Version. Ich gehe davon aus, dass auch ein Neustart erforderlich sein wird. Deswegen werde ich gleich das Video wieder unterbrechen müssen. Denn der Rekorder, den ich hier nutze, das ist ein Software-Rekorder, der wird natürlich den Neustart hier nicht überstehen. Aber warten wir mal ab. Ich werde hier, soweit es nötig ist, natürlich auch wieder Sachen rauscutten. Das macht ja keinen Sinn, wenn ihr einfach nur auf dem leeren oder auf dem Bildschirm startet, auf dem nicht viel passiert. Anscheinend ja, ist ein Neustart gar nicht nötig gewesen. Aber wo wir jetzt gerade schon mal hier sind, ihr seht jetzt hier einige Veränderungen. Und zwar könnt ihr jetzt das Update hier pausieren für 7 Tage. Finde ich ganz gut, wenn ihr einfach dann sagt, pausieren für 7 Tage, dann können die anderen erstmal gucken, ob das System denn nicht doch noch irgendwelche Bugs hat. Finde ich eine nützliche Funktion, wenn ihr nicht unbedingt die Leute seid, die wie ich ein Nerd seid, ein Technik-Nerd seid und nicht unbedingt auf dem letzten Stand immer innerhalb von ja, Tagen sein wollt. Dann könnt ihr das ein bisschen verschieben und wie gesagt, erstmal gucken, ob andere Leute Probleme mit dem System-Update haben. Finde ich ganz gut. In der Regel wird auch innerhalb von 7 Tagen, wenn es denn wirklich massive Probleme geben sollte mit einem Update, wird auch innerhalb von 7 Tagen garantiert der Update-Prozess angehalten von Microsoft. Ihr seid mit der Option hier also auf einer relativ sicheren Seite. Aber ich lasse es einfach hier so laufen. Die üblichen Sachen sind ja natürlich immer noch vorhanden hier, Nutzungszeiten und so weiter und so fort, haben ein anderes Icon bekommen, ist nicht ganz so wichtig. Ich gehe jetzt erstmal auf die grundlegenden Sachen ein, die ich hier gefunden habe, die ich auch zum Teil ja, ganz witzig finde. Vor allem für Tablet-Besitzer finde ich hier ganz witzig, dass man jetzt hier, da, wenn man einfach weitergeht, dass man hier einen Helligkeitsregler hat, den man wirklich fein einstellen kann. Dann kann man sich die Helligkeit so recht schubsen, wenn man die gerade möchte. Ich lasse mal 96, reicht für mich vollkommen aus. Was hier auch witzig ist, ihr könnt jetzt hier auch die Icon-Verteilung ändern. Ihr geht auf Rechtsklick und dann auf Bearbeiten. Und dann könnt ihr das hier durch die Gegend schubsen und dann sagt ihr fertig. Ihr könnt hier auch dieses helles Theme einstellen. Ich habe ja hier auf das Dunkle gewechselt, finde ich ganz gut. Blendet mich nicht so, vor allen Dingen abends halt, aber wer unbedingt auf hell steht, der könnte hier unter Personalisierung und Farben jetzt vom Dunklen auf ein helles Theme wechseln. Kann es gar nicht richtig aussprechen. Und dann hat man diese, ja, diese hellen Dialogfenster. Mir gefällt es nicht ganz so gut, aber das ist natürlich Geschmackssache.
der es möchte, kann es natürlich machen. Mir gefällt auch diese Seite, die so ein bisschen an Windows 8 erinnert, halt ganz gut. Ich habe das aber bei mir umgestellt, halt. So habe ich auf einen Blick immer die ganzen Sachen, die gerade passieren. Also jetzt gerade der Bitcoin steht zum Beispiel halt und habe mir nicht mit dem kleinen Menü rumzufuchteln. Aber das ist natürlich auch jedermanns Geschmackssache. Ich schalte jetzt auch wieder auf schwarz um oder auf dunkel um, weil mir die helle, ja, die diese helle Theme ja nicht so besonders gefällt. Gehe wieder auf dunkel zurück. Die Windows Home Edition. Leider hat man da nicht die Sandbox eingebaut. Ihr müsst die mindestens die Pro-Version haben, auch die, um auf die Sandbox zu kommen. Halt, warum sich der Microsoft so entschieden hat, ist mir nicht ganz sicher halt. Also ich habe hier die, ihr seht die Version 1903 auf dem relativ aktuellen Stand halt jetzt hier 53, 26, 52, 53. Gut. Ihr könnt euch jetzt auch ohne ein Passwort aus anmelden halt. Das könnt ihr mit einer SMS regeln lassen halt. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Was bringt mir das Ganze halt, wenn ich dann vielleicht mein Handy verloren habe gerade halt und komme nicht mehr in mein Windows? Ich lasse das Ganze hier stehen, wie es ist. Da müsst ihr mal nachsuchen halt, wie ihr das abschalten könnt. Aber für mich relevant. Was für mich schon ein bisschen interessanter ist halt diese, ja, Cortana-Nerverei. Die ist jetzt hier. Ich kann dich nicht hören. Brauchst du auch nicht. Möglicherweise ist ein Problem mit dem Mikrofon aufgetreten. Ja, das kann gut sein, das ist zugeklebt und abgeschaltet. Da hat man jetzt Cortana von der Suche getrennt. Die Suche ist jetzt hier als ja, Dupe. Finde ich ganz gut, denn das hier in Verbindung halt fand ich doch manchmal ein bisschen nervig. Wer Cortana nutzt, der hat ihn immer noch zur Verfügung halt hier. Wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, weil Cortana ist, ja, wie man so ein bisschen aus den Medienberichten erfährt, halt am Sterben. Was sich da jetzt Microsoft halt, nachdem man den Markt halt der Sprachassistenten halt total verschlafen hat, einfallen lässt, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht Alexa, keine Ahnung. Oder Google. Wäre mir jetzt auch nicht gerade so super lieb halt, aber gut, da müssen die Leute mit leben halt, die dann Sprachassistenten benötigen. Ich benötige ihn nicht wirklich. Auf dem Tablet vielleicht manchmal schon halt, aber selbst da habe ich ihn abgeschaltet und schalten dazu, wenn ich ihn brauche. Aber für mich ganz gut halt, die Suchfunktion ist getrennt. Ihr habt jetzt hier die Lupe und könnt dann eure Suchen laufen lassen. Doch recht praktisch. Ihr habt jetzt hier in der Suche halt so ein bisschen Kategorien und Sachen halt, die am meisten benutzt würden halt. Also jetzt hier bei mir Firefox ist im Moment immer noch mein Standardbrowser. Ich werde wahrscheinlich aus bestimmten Gründen, hat was mit Kryptos zu tun halt und auch mit meiner Drohne hier. Ich bin jetzt gerade dabei halt so ein bisschen alles umzustellen auf Chrome. Schade eigentlich im Firefox halt, aber da jetzt auch Windows gewechselt hat oder jetzt bald wechseln wird halt, der im Edge wird auf Chrome basieren, finde ich das einen relativ sinnvollen Schritt. Naja, ist halt Geschmackssache. Gut, ihr werdet also jetzt hier oben halt die Top-Apps, die ihr am meisten benutzt, halt angeboten bekommen halt, damit ihr nicht gerade suchen müsst danach halt. Ich nutze, wie ihr seht, so oft meine Filme gucke ich hier rüber, meine Kryptos gucke ich durch halt und so weiter und so fort. Ihr könnt jetzt suchen lassen, ihr könnt hier auch alle möglichen Einstellungen vornehmen, ihr könnt hier Ordner ausnehmen aus den Sucheinstellungen. Ich habe also wie gesagt jetzt die Suche von Cortana getrennt. Ihr könnt es auch anders einstellen, dass ihr hier dieses breite Schild habt, wo ihr direkt die Suchfläche habt. Ich habe einfach die Lupe hier, gefällt mir besser. Gut, dann gehen wir weiter halt zu den nächsten Sachen. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit gefunden, halt mehr Sachen als bei der vorigen Version zu deinstallieren. Ihr könnt jetzt theoretisch auch den Mail-Client könnt ihr deinstallieren. Ich nutze den, also ich wüsste jetzt nicht, warum ich den löschen sollte halt. Aber ihr könnt den jetzt hier deinstallieren, ging vorher nicht. Ihr habt also jetzt mehr Möglichkeiten, hier Sachen zu deinstallieren. Also das geht bei dem, ja, bei dem Kartendienst wohl nicht. Muss auch nicht. Ich finde den ganz gut. Auch noch interessant ist für Technik-Nerds, für mich teilweise, die Leute, die mit dem Taskmanager mehr arbeiten, die haben jetzt hier eine Möglichkeit, den Aufruf festzulegen. Ich gehe mal auf Taskmanager. Dann gehe ich hier auf Optionen. Und dann kann ich jetzt sagen, Standardregisterkarte festlegen. Ich könnte hier auf Leistung gehen, wenn ich jetzt zumache. Und starte neu. Dann habe ich, bin ich automatisch auf Leistung. Ein nettes kleines Gimmick halt, nicht für jeden so super wichtig halt für mich. Ja, eigentlich ganz nett. Ich werde meistens am liebsten den Überblick hier direkt, was wie benutzt wird. Dann eine wichtige Funktion, die hier eingebaut wurde, die ist essentiell wichtig für mich halt, und zwar Repo Line.
Es gab ja die Problematik halt mit denen, ja, ich würde gar nicht mal sagen, dass es ein Fehler ist, aber in vielen Prozessoren steckt eine Lücke, mit der man halt ja Schadcode einschleusen kann. Die bisherige Herangehensweise, dieses Problem zu lösen, war dadurch Fixes halt, die vom Intel teilweise geliefert wurden halt. Die haben dann das System aber ein bisschen ausgebremst. Für viele Leute jetzt auch nicht so großartig merkbar halt, aber für manche vielleicht schon. Mit Repo-Line gibt es jetzt eine Möglichkeit, das Ganze hier ja, zu sichern, das System relativ zu sichern, mit einem Programmcode halt von Google. Die haben wohl eine schnellere Möglichkeit gefunden, halt das System ja, abzusichern gegen diese Einfallstore. Das ist jetzt hier automatisch eingepflegt. Man konnte es auch in der alten Version schon aktivieren. Hier ist es Standard. Im Prinzip sind wir jetzt auch schon mit den meisten Features hier durch, die hier eingeflossen sind. Es wird sich bestimmt noch das eine oder andere finden lassen, halt, aber es sind erstmal die groben ganzen Sachen halt. Viele Sachen werdet ihr nicht sehen, weil sie interner betreffen halt. Ein bisschen mehr Sicherheitsfunktionen wird es hier geben, halt. Vielleicht das System noch mal ein bisschen stabiler sein. Insgesamt sind aber die augenfälligen Erweiterungen von Windows im April-Update auf 5, 6 beschränkt halt. Und die anderen, wie gesagt, betreffen die Internas. Gut, ihr habt jetzt gesehen, wie ihr Windows installieren könnt. Ihr habt jetzt gesehen, was es denn an Neues hier gibt in der aktuellen April-Mai-Ausgabe von Windows 10. Und ich habe den Link, wie gesagt, in das Video gepackt für die Home Edition. Ich gucke mal, ob ich den Pro-Link auch noch drunter packe. Dann könnt ihr direkt loslegen, wenn ihr wollt. Trotzdem kann ich euch als Normal-User eigentlich nur davon abraten, denn diese Funktionalität, die, da könnt ihr auch nochmal, oder die Erweiterung hier, da könnt ihr bestimmt auch nochmal die 4 Wochen drauf warten, bis es dann offiziell aufschlägt. Es wird dann automatisch auch nochmal eingeflossen sein, einige Verbesserungen halt, die ich jetzt hier per Update natürlich nachkriegen werde. Ist also jetzt auch kein Problem, wenn ich die jetzt raufziehe halt. Ich werde die Updates ja trotzdem kriegen und die Verbesserungen. Aber es ist wie gesagt was für Nerds und nicht für jedermann. Wenn ihr also klarkommt mit eurem System halt, dann lasst es so und wartet auf das offizielle Windows 10 Update, was sowieso jetzt bald aufschlagen wird. Okay, das war's dann auch schon wieder. Ich wünsche euch dann noch, ja, wir haben jetzt Ostern, frohe Ostern und sagt dann mal, ciao.